Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Resident Evil Survivor 2. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, oder? Wir waren jetzt gerade im Arcade-Modus in der letzten Folge und da wurden wir ordentlich kaputt gemacht von Nosferatu und seinen beiden Bandersnatch-Leibwächtern. Und jetzt schauen wir uns mal den Dungeon-Modus an. Resident Evil. Clock Tower, Mission 1. Töte den Boss im Haus. Aha, da haben wir jetzt sogar irgendwie Inventar mit Waffen. Das ist jetzt ganz anders irgendwie. Okay. Claire, let's go. Ah, und da schaltet man jetzt auch Waffen frei und sowas. Okay, vielleicht finde ich den Dungeon-Modus sehr viel besser als den Arcade-Modus. Gucken wir mal. Okay, wir haben aber wieder einen Timer. Aber keine Minimap diesmal, oder was? Gottes Willen. So. Ich glaube, ich verstehe dieses Waffensystem immer noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber gut, keine Ahnung. Steht da unten, wie viel Waffen ich... ja, wie viel Gegner ich schon getötet habe. Okay. Dann kämpfen wir uns weiter durch den Dungeon-Modus. Okay. Okay. Can't carry any more weapons. Na gut. Dann gehen wir weiter. Wenn das so ist. Ich checke das alles immer noch nicht so ganz. Wartet mal, ich muss mal im nächsten... Jetzt töte ich mal, was hier ist. Oh Gott, ich habe gerade den Raketenwerfer benutzt, um auf eine Fledermaus zu schießen. Und daneben geschossen. Ich wusste nicht, was das sein soll, das Ding, das ich da in der Hand hatte. Das war natürlich gut. Dann haben wir jetzt wieder Platz für mehr Munition. Genau, das wollte ich gucken. Habe ich irgendwie ein Menü? Ah, in dem Modus habe ich sogar ein Menü. Okay, immerhin. Das ist ja schon mal was. Weiter geht's. Okay, weiter geht's. Muss ich die töten oder so? Und ich habe das Gefühl, der Dungeon-Modus ist einfach nur immer wieder der gleiche Gang, leicht abgeändert. Kann das sein? Aber okay. Na dann, weiter geht's. Wen interessiert, was da ums Eck war? Ich will's gar nicht wissen. Es ist besser so. Bonusmünze. Okay, weiter geht's. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, was der Modus jetzt hier eigentlich sein soll. Und warum steht da oben 8 Hints? Und irgendwie wird aber der Timer weniger. Wisst ihr, was ich meine? Wie 8 Hints? Gibt es hier Hinweise zu finden, aber die verfallen, wenn ich nicht schnell genug bin oder so. Oh!
Ich will eigentlich die Waffe wechseln, ey. Jetzt habe ich die Magnum ausgerüstet. Ach, die ersten Gegner, die mich treffen, sind blöde Fledermäuse. Ärgerlich. Wir hatten so einen guten Run, bis die gekommen sind. Wir haben meinen Raketenwerfer verschlungen und jetzt auch Teile von mir. Oh Gott, bin ich da gerade ernsthaft einfach in den Gegner gespawnt? Irgendwie schon, ne? Die Spinne war quasi in Claire. Dass die Spinnen einfach noch leben können, wenn ihr Hinterleib weg ist, ist einfach eins der widerlichsten Sachen, die Resident Evil jemals hatte. Kann ich das Regal verschieben? Es sieht so verschiebbar aus. Nee, das ist nicht die Art von Resident Evil. Nein, jetzt hätte ich hier einen Raketenwerfer, aber ich kann ihn nicht mehr mitnehmen. Aber bin ich bereit, irgendwas von dem, was ich habe, wegzuwerfen? Kann ich es überhaupt wegwerfen? Ich glaube nicht. Naja, okay, let's go. Coole Kameraperspektive für so einen Shooter. Danke, Spiel. Das machst du sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, das Spiel ist schlimm. Ist das ein Labyrinth eigentlich oder ist das linear? Ich hatte das Gefühl, vorher hätte es gerade noch eine andere Tür gegeben. Okay, cool. Cooler Gang. Gehe ich jetzt gerade zurück? Sind wir jetzt gerade im Kreis gelaufen? Yep, oder? Nee. Gut. Ich wollte gerade sagen, es gibt blaue und grüne Türen, aber die Markierung wabert einfach nur und wechselt die Farbe. Also, nee. Also auch nicht des Rätsels Lösung. Ihr blöden Fledermäuse! Lauf, Claire! Wir müssen noch eine Stufe tiefer in den Dungeon. Oh Gott. Ja, geschafft. War gar nicht so schwer. Da waren gerade kleine... Ja, da sind irgendwie nur Kakerlaken am Boden, ne? Oh Gott. Naja, gut, ich nehme mal die Tür im krassen Kakerlakenraum. Das war jetzt gerade ein bisschen slightly cool, ne? Das war immerhin was Neues, damit habe ich nicht gerechnet. Einfach nur ein Raum für die Stimmung im Grunde, aber gut. Ja, weißt du was? Gehen wir. Let's go! Hey, ich laufe jetzt hier seit 9 Minuten durch den langweiligsten Dungeon der Welt. Ist das ein unsichtbarer? War der gerade unsichtbar, der Hunter? Der Licker? Oh Gott. Gibt es eine Taste, mit der ich mich ducken kann? Wenn, dann habe ich sie noch nicht gefunden. Ja, schießen wir mit der Magnum auf eine Holzkiste. Ich glaube, wir müssen da durch. Ne, warte mal, die Tür da hinten ist auch nicht echt, glaube ich. Ah, die ist jetzt echt geworden. Wir mussten den töten. Der war scheinbar so eine Art Mini-Boss oder so. Okay. Ja, komm, ich will... Ja! Oh. Gemeines Scheißspiel. Nicht mal... Oh, die Musik ändert sich! Leute, die Musik ändert sich! Okay.
Okay, keine Ahnung, let's go. Wir haben 160% Maschinengewehrmunition, was auch immer das genau bedeutet. Aber es ist mehr als voll. Oh nein, ich will nicht wieder. Nee, können wir nicht. Ach. Können wir nicht woanders hingehen, Claire? Das ist ja ein endloser Dungeon. Ich habe mich schon erschreckt, als ich beim Reingehen die 30 Minuten Zeitlimit gesehen habe oben. Aber ich dachte mir, na gut, okay, keine Ahnung, wird schon nicht, ne? Steht halt mal 30 Minuten, aber wie lange wird man schon in Wirklichkeit brauchen? Und es nimmt kein Ende. So stelle ich mir die Hölle vor. oh Gott, überall Hunde, Claire. Da laufen wir einfach durch, komm. Zack, yes. Lass die einfach schlafen. Die haben keinem was getan. Niedliche Hündchen. Die Steuerung ist echt der schlimmste Feind. Aber schon langsam gewöhne ich mich an die weirde Steuerung. Warum habe ich gerade eine Münze bekommen? Habt ihr das gesehen? Und das aber bevor der Licker gestorben ist. Das ist doch sicher eine Falle, oder? Oh, na dann. Dann halt nicht. Dann gehen wir weiter. Bestes Resident Evil ever. Ich frage mich bei sowas wie dem Resident Evil hier wirklich... Jetzt geht's hier nicht weiter, jetzt bin ich hier in eine Sackgasse gegangen. Oh mein Gott, es ist auch wirklich so ein unsichtbarer Dungeon, ne? Wir haben, glaube ich, echt keine Karte. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh boah. Hier ist noch eine Tür. Hier waren wir zumindest scheinbar noch nicht. Oh Gott. Oh, Glück gehabt. Die Goldmünzen suggerieren, dass wir hier noch nicht waren. Ich hoffe, die spawnen nicht random. In so einem Stampfraum waren wir schon mal, doch. Okay, Spinne an der Decke. Gehen wir einfach weiter. Oh Gott, Spinne am Boden. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir da rein, Claire. Keine Ahnung. Die Kamera hat mich gerade komplett fertig gemacht. Zerschieß doch. Was zur Hölle? Oh mein Gott, wie ich das Spiel hasse. Warum wir einfach nicht den Sprengtank da hinten zerschießen können. Ja, das ist halt jetzt wieder... Das war jetzt ganz klar ein Problem von der Controller-Steuerung einfach, ne? Ich würde so gern die Waffe ablegen, die Handgun einfach ablegen können. Es gibt so viel andere sinnvollere Waffen hier. Guck mal, ich kann nicht über die Fässer drüber schießen. Die Fässer haben eine unsichtbare Hitbox. Wir sehen sogar, wie die Schüsse einschlagen hinten an der Wand, aber es gibt keine... Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ich das Spiel hasse. Es ist schon auch irgendwie lustig. Es ist schon auch lustig, wie ungern ich das mag. Ich habe halt jetzt leider keine Ahnung, wo wir hergekommen sind und so weiter. Ich will doch nur den Boss sehen. Die Musik hat sich geändert. Ja! Magnum Zeit. Oh, das war leicht. Das war ein leichter Bosskampf. Ja.
Rang E. Dankeschön. Mission Clear. Die haben es nochmal spannend gemacht nach Mission, ne? Ich war kurz irritiert. Landsquid Birdrider. Oh, wir haben 50 Handgun-Munition bekommen. Hä? Nee, ich glaube, wir wollen... Ich weiß nicht, ob wir Clocktower Mission 2 spielen wollen. Oh mein Gott, Underground Mission 1. Versus Roach Mode. Warning, would you like to save your current game? Okay. Achtung, willst du speichern? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich keinen Bock drauf. Ich gucken wir mal noch kurz in den Secret Report, ne? Wir machen schon noch ein paar Folgen davon, aber wir werden das nicht vollständig durchspielen, glaube ich. Lieber Sohn, der T-Virus wird bald alles zerstören. Sohn, ich war in irgendwas und weiß, wie gefährlich der Virus ist. Wenn der Virus infizierte... eine bestimmte Prozentzahl der Insel infiziert hat, dann kann man es nicht mehr aufhalten. Wenn es erst einmal den Körper betreten hat, übernimmt der Virus die Kontrolle darüber. Und er kommt raus, um den Virus zu beschleunigen. Number will explode, hä? Huh? I can't ask you to forgive. Ich kann dir nicht. Du kannst. Ich weiß, du kannst mir nie vergeben. So wie du gesagt hast. Deine Mutter ist gestorben wegen mir. Es ist die Wahrheit, die ich nicht leugnen kann. Ich kann nur bereuen, was ich getan habe. Ich kann nicht verstehen, warum Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und was wirklich falsch gelaufen ist. Ich kann. Aber wie lang ist denn der Text an der Mauer, an der Gefängnismauer? Vielleicht ist es sehr klein geschrieben. Ich muss gestehen, dass ich kein guter Vater für dich war. Aber ich liebte irgendwas. Ich kann nicht verstecken, was ich getan habe. Ich kann nicht wiedergutmachen oder ungeschehen machen, was ich getan habe. Alles, was ich tun kann, ist beten, dass du lebst. Ich denke, du weißt besser. Ich denke, du weißt es besser. Es ist so langsam. Ich hasse alles an dem Spiel, Leute. Ich hasse alles an dem Spiel. Und das sage ich selten. Ich habe sogar an Gollum noch schöne Sachen gefunden, ne, als ich das gespielt habe. Aber das Spiel ist von vorn bis hinten eine Qual. Ich bin vielleicht auch irgendwie ein bisschen schlecht drauf heute. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen schlecht gelaunt. Und deswegen... Aber come on. Okay. Du weißt es bestimmt besser, als zurückzukommen. Aber wenn du das hier liest, bedeutet das, dass du noch immer hier bist. Du musst so schnell wie möglich weg. Dieser Ort wird von der Karte gefegt werden. Dein Vater... wird dann schon tot sein. Ich liebe dich. Moment mal, ich dachte, das ist... Ach so, ist das die Mutter, die das geschrieben hat? Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass das der Vater geschrieben hat. Wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Machen wir Schluss für heute und ich überlege mir was. Ich weiß es, wir spielen schon noch weiter. Ich will es wenigstens,
Eigentlich, weißt du, oh. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, wisst ihr? Weil einerseits habe ich mir gedacht, okay, wir spielen wirklich alle Resident Evil Spiele durch. Und das heißt, ich müsste hier zumindest auch den Arcade-Modus beenden und vielleicht auch den Dungeon-Modus. Aber dann denke ich mir, will das irgendjemand sehen? Macht es Spaß? Will ich das wirklich machen? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Digga. Den Arcade-Modus müssen wir aber durchspielen. Keine Ahnung. Müssen wir mal üben, dass ich da durchkomme. Dungeon-Modus weiß ich noch nicht. Und was der Versus Roach-Modus und der Ranked-Modus ist, wir werden es machen natürlich. Wir schauen uns das alles an. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Arcade-Modus ist der eigentliche Story-Modus, okay? Und alles andere ist optional. Und das schauen wir uns nur noch so ein bisschen an. Mhm. Ich glaube, so machen wir es. Ich überlege mir das noch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, um Gottes Willen, ist das Spiel schlecht. Tschüss.